Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu Feminazi 3000. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich hier gerade einlasse, außer dass ich vielleicht einige Leute beleidigen werde. Aber was soll's? Ganz ehrlich, wann mache ich das nicht? So, eine ganz kurze, kleine Nebenhintergrundinfo für die, die nicht wissen, was ein Feminazi ist. Gibt's eigentlich überall. Ihr kennt, das sind übersetzt Extremfeministen. Das sind die, wo halt sagen, ja, Feminismus da, Dings da, ist, dass Frauen über dem Mann stehen, wenn in Wirklichkeit es heißt, dass Männer und Frauen gleich sind. Und ja, die bilden sich ein, die benutzen das als eine Ausrede, um sich besser selbst dastehen zu lassen und alle Männer sind Schweine und Arschlöcher und bla 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 und das sind die Frauen, die einsam sterben werden. So, jetzt wo ich das erzählt habe, ja, gibt es keine Musik, aber es gibt auch keine Optionen. Und das macht mir leicht Sorgen, denn es kann sein, dass gleich meine Ohren vergewaltigt werden und ihr mich nicht mehr hören werdet. Sollte dies sein, dann werde ich einfach nachsynchronisieren. Und ja, fangen wir einfach mal an. Irgendwas sagt mir, dass ich das bereuen werde. Okay. Au. Okay, ich glaube, ihr hört mich nicht mehr, also werde ich mich jetzt einfach verabschieden und nachträglich nachsynchronisieren. Au, meine Ohren. Genau das mache ich jetzt auch. So, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Das ist Zukunfts-Ich. Ich sehe jetzt gerade das Video und mir ist aufgefallen, übrigens, die Regeln sind: treffe Männer, keine Frauen. Pass auf, dass du nicht gegen diese Teile fährst. Au. Die Musik ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise cool, aber als ich das Spiel gestartet habe, für euch ist es viel leiser, wie es für mich gewesen ist. Meine Ohren haben so wehgetan. Und ja, das ist übrigens das ganze Spiel. Und ja, ihr könnt euch unten rechts seht ihr jetzt die Regel. Und das Video ist auch gleich vorbei, weil ich konnte nicht. Die Musik war zu laut. Das ist das ganze Spiel. Und ich schaue, dass ich am Donnerstag was Besseres finde. Aber ich dachte, wir hätten mehr davon. Also ich habe es gekauft. Ich habe tatsächlich Geld dafür bezahlt. Ich dachte, wir hätten mehr von diesem Spiel, wie wir letzten Endes bekommen haben. Aber naja, was soll's. Das passiert mir immer nicht nochmal. Tschüss!